Oh, das wollte ich machen. Du bist auf allen imperialen Kanälen. Sie schicken alles, was sie haben. Kerl, das dürfen sie nicht vergessen. Vor allem, wie Hey! Ja! Yeah, ich hab den. Der ist fast voll. Okay. Ah, jetzt habe ich sogar noch Dings verloren. Mist. Inkompetent. Könnt ihr auch was machen? Okay, das war nice. Immer wenn wir hier sind, habe ich Zweifel, ob ich überlebe. Wir trainieren ja auch nicht ohne Gruppen. Wir haben den Jedi gefunden! Oh doch. Aua. Ich hab ihn getroffen. Aua. Wie hab ich denn das gemacht? Das frage ich mich ja auch. Hier ist nicht still. Ups. Gib mir die übelste Schelle. So. Ich hab ihn getroffen. Wie hab ich das denn gemacht? Hilfe. Sie sind durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternzerstörer im Sektor kommt hierher. Wenn sie vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Nein, noch nicht. Liebe Schelle. Ich hab den getroffen. Wie hab ich das gemacht? Ich muss da auf jeden Fall einmal da hier durch. Tut mir leid, Sie. Tut mir leid, wenn wir drauf gehen. Aber. Brauche das. Weil da wird wahrscheinlich noch ein Skin für mich drin sein. Andernfalls wäre ich sehr enttäuscht. Weil in diesem Poncho, sag mal so, gibt Sachen, die sehen besser aus. Vor allem hier okay, ist doch nicht was. Poncho-Material. Companero, naja. Ich will ja nicht sagen, dass das ein bisschen enttäuscht war, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Weil das nicht so schlecht aus wie das andere. So, welcher Wurst kommt noch jetzt? Hier, da kommt Besuch. Grüß mal die Mantis fließen. Was? Mit dem Imperium im Schlepptau? Hast du sie noch alle kleiner? Vertraut mir. Okay, wir schließen das Schiff. Aua. Ja, okay, die machen Schaden. Hier oben. Ja, alles klar. Bam. Okay. Hier,
Kerl kann. Ist er vorübergehend betäubt und verwundbar. Oh oh. BD, ich brauche Hilfe. Cool, dass ich das auch erst jetzt merke. Aua! Ja, okay! Woher kommen die denn? Ich glaube nicht, dass ich die besiegen soll, oder? Okay, mach. Nein! Oh, ich hatte die beiden. Zumindest wenn man nicht weiter weiß, was man machen muss, um noch Spiel noch schwieriger zu machen, einfach mal ein paar mehr Leute machen. Da hinsetzen. Unproduktiver Humanoid. Aua. Ja, komm. Kein Rückzug, bleibt an ihm dran. Er gehört mir. Attackiere den Feind! Schaden erlitten! Er ist so gut wie erledigt! Hier mich zurück! Wehren Sie sich nicht! Nein! Aua! Ja, an mir, du! Wertlos! Ich brauch was, Kumpel! Das werden Sie bereuen! Der Sturmtruppe, diese Sturmtruppe, war da ja nicht was anderes? Ne? Gut, dann bin ich wieder weg. Ich hab gehört, die zweite Schwester hat gegen den Jedi. Es ist der Jedi! Verstanden! Achtung, er bewegt sich! Okay, ich bin raus! Ich hab... Mann, warum stelle ich mich in die Explosion rein? Das ist... Ich sehe von ihm die Dinger noch. Okay, dann gehe ich halt nicht rein. Aber
dann laufe ich da exakt rein. Ich greife an. Greif ihn schnell an. Hört ruhig. Feuerbündel. Okay, also gut. Achtung, er bewegt sich. Er hat nur Glück. Scanner ist ausgefallen. Hey, ein Eindringling. Alles klar. Komm schon, auf ihn. Ich krieg ihn nicht. Oh oh. Okay, passt. Von hier sind meine ganzen Level wieder weg, weil wegen den AT-ATs. ATSTs. Was war das denn? Also diese AT-STs sind ja schlimm zu zweit. Stoffruppler am Boden! Beendet die Sache! Treffer bestätigt. Ach, Mann! Er weicht aus! Schaden erlitten. Er ist getroffen! Sofort! Dann will ich diese Kugel weg. Danke, du doofes Ding. Hallo ATST, wieso sehen wir uns wieder? Ach, der spawnt da irgendwie direkt. Gut, wenn es nichts weiteres ist, dann ist es gar kein Problem. Hier, Kumpel.
Hier, der Le- Hilf mir! Hier! Die waren beide fast tot. Und dann kommen die von zwei Seiten, wo man nichts gegen machen kann, weil man die überhaupt nicht sieht. Oh Mann. Und dann kriege ich wieder auf den Kiss, obwohl ich schon ausweiche. Na los, hol Venus! Er ist auf der Flucht! Du bringst mich nicht um! Ich brauche Hilfe. Das ist doch nicht deren Ernst, dass die von mir verlangen, gegen zwei AT-STs zu kämpfen, oder? Ja, gut, komm, tötet mich. Sowieso keine Chance jetzt. Wie? Oh, irgendwann dreht sich um, hat direkt wieder eine Rakete in der im Gesicht oder einen Blasterschuss. Man kann nicht einen Alliance ausschalten, weil er dann ein zweiter direkt kommt. Und dann startet man wieder von hier ganz hinten und man sich dann wieder von den Drecksäcken hier überrennen lassen darf. Ja, dann krieg ich erstmal noch durch den Schaden. Ich hab ihn erwischt. Ja, okay, komm. Lass mich nochmal hitten. Zieh mir nochmal die Hälfte des Lebens ab. Ich brauche Hilfe. Wir werden nicht aufhalten. Vernünftige Wartung. Ich brauche nur einen guten Treffer. Position halten.
Bin nur noch ich übrig? Ja, bist du. Was soll man bitte beim AT-ST-Gegen machen? Warte. Taktischer Leitfaden. Imperium. Gucken wir uns mal an. AT-ST. Kann mit eigenen Granaten und Raketen sabotiert werden. Wie bitte mit den Granaten? Beine sind verwundbar. Ja, lustig. Kann auf die Beine gehen, wo er überhaupt nichts macht. Nur diese Granaten einsetzen damit. Und der mir dann die... Keine Ahnung, wie viel von meinem Leben abzieht. Weil Granaten kann man ihm gefühlt nichts machen. Okay. Man kann anscheinend was machen. Ich nehme es zurück. Wo ist die denn her jetzt hingelaufen? Hingeflogen. Laufen vor allen Dingen, ne? Rakete hatte einfach Beine bekommen und ist dann abgehauen. BD! Ja! Kann man schon ruhig machen, wenn man auf dem Boden liegt, dann noch einmal schön drauf treten. Ja, geil. Kann man sich während man Granate oder eine Rakete ausweichen will, noch von dem Blasten abschießen lassen. Was soll das denn? Und dann? Jemand sollte ihn fangen. Du wirst einen Fehler machen. Hey, er ist Jetzt läuft er weg! Jemand anderer soll ihn ausschalten! Steh dich einfach um! Mach irgendwas! So. Da ist der Druck. Und warum kann er den jetzt nicht anvisieren? Bisschen Hilfe, Koppel! Hilfe, BD! Ich brauche einen Stim-BD. Da ist er doch nichts mehr. Und dann steht er wieder, oh, ist er wieder eine Granate in meinem Gesicht. Bam, nochmal. Ich kann doch nicht mal was aus der Sinne. Ich bin noch nicht mal aus dem Animation raus. Hey,
Ja, komm, da kommt der nächste schon. Ich habe kein Leben oder sonst was. Und da kommen dann noch die Edith-Leute noch raus. Ist gut. Kann man mal machen. Der Schlag ging natürlich auch wieder ins Leere, weil... Kein Bock. Und jetzt konnte ich keinen Angriff davon machen. War natürlich auch vorausgesehen, dass er in 2 Zentimeter Entfernung Rakete in mein Gesicht schießen will. Oh mein Gott! Du kommst in... Oh mein Gott! 2 AT-ATS-Tests besiegt und hab nur noch ein Leben. Na gut, ist ein Leben. Ein Hit und ich bin weg gewesen. Oh mein Gott. Weh, es kommt hier jetzt noch was. Rein. Die Flucht. Beim Verlassen der Höhlen entdeckte Kellau Illum eine groß angelegte Minenoperation des Imperiums für den Abbau der Kyber-Kristalllager des Planeten. Während sich Kerr und BD den Weg zum Mantis freikämpften, griff Kier auf Trillers Twig in Miktrols Grab zurück, um zu verhindern, dass das Imperium Verstärkung anfordert. Das Imperium konnte den Hawk-Hack zwar umkehren, aber Kell und BD hatten damit genug Zeit, zum Mantis zurückzukehren. Nun, da sein Lichtschwert wiederhergestellt ist, muss Kell nach Dathomir zurückkehren und sich neu der dunklen Seite stellen. Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Gut gemacht. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Jetzt? Setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint, ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. Yay. So. Erstmal speichern. Jetzt, Herzinfarkt. Sturm und Tack. Muss ich alles nochmal spielen. Ich will kotzen. So.